dieses Mal. Ich arbeite weiter an der Villa von 1904. It's petrified. Wir haben noch viel vor. Die Böden haben hartnäckige Flecken. Und wir schrubben die Wände. Damit aus der kitschigen Bibliothek ein modernes Studierzimmer wird. Man kann alles erreichen. In der Villa von 1904 kommen wir gut voran. Ich habe das Gäste-WC komplett restauriert. Und den Pool mit einem hübschen Poolhaus aufgewertet. Als nächstes ist der größte Raum dran. Heute nennt man das Wohnzimmer. Früher war es der Empfangsraum, der sich an das große Foyer anschloss und Eindruck machen musste. Ich frage mich immer, wie hat der Architekt das Haus konzipiert? Wohin lenkt er meinen Blick? Sicher nicht nach oben. Der pompöse Stuck ist zweitrangig. Der zentrale Blickfang sind die Holzvertäfelungen und der Boden. Sogar die Heizkörper sind wunderschön. Die sollen wieder in den Vordergrund rücken. Leider sind die Wände und der Boden in miserablem Zustand. Hier haben viele Hunde ihre Spuren hinterlassen. Wer hier denkt, muss man doch nur streichen und abschleifen, der täuscht sich. Solche Räume sind eine harte Nuss. Das ist eine echte Herausforderung. Die Wände sind uneben. Das wird ein Kraftakt. Die alte Bibliothek hat so viele schöne Details. Der Kamin, die Holzarbeiten. Hier widme ich mich dem Boden und den Wänden. Der Rest steht für sich. Alle Wände waren mit Leinwand beklebt. Darunter liegt Putz. Viele Leute denken, das sei Tapete und reißen sie runter. Hier war sogar noch eine Schicht Tapete drüber. Die hätte man entfernen sollen, aber nicht die Leinwand. Nur dieses Stück ist noch erhalten. Darunter ist der raue Putz. Früher hat man eben Leinwand drübergelegt und erst dann gestrichen oder tapeziert. Leider ist die Leinwand nun nicht mehr erhalten. Und ich muss mir was einfallen lassen. Die Wände sind noch mit einer Leimschicht bedeckt. Viele machen den Fehler, direkt zu streichen. Aber Feuchtigkeit reaktiviert den Leim. Deshalb zuerst mit warmem Wasser und viel Essig die Wände schrubben. Das wird wieder klebrig und geht ab. Dauert leider ewig. Wie bei Karate Kid. Perfekte Wände erfordern präzise Vorbereitung. Sämtliche Leimreste müssen runter. Putz ist so ähnlich wie Beton. Es klingt, als würden wir schleifen, tun wir aber nicht. Wir nehmen eine weiche Drahtbürste. Voilà, der raue Putz. Hier schön glatt. Da klebrig. Die Bibliothek ist ungewöhnlich irgendwie. Sie geht direkt vom Flur ab. Und normalerweise würde man prächtige Flügeltüren erwarten. Diese hat eine einfache Tür. Und es ist düster hier drin. Ich hoffe, das liegt nur an den Vorhängen. Die kommen weg. Anfangs dachte ich, wow, so viele Bücher. Aber die sind nicht echt. Habe ich noch nie gesehen. Hier, Wasserreinigung und Pumpsysteme. Oder die Weltgeschichte seit 1400. Ziemlich schmal. Das muss ja fake sein. Hoffentlich sind Regale dahinter. Leider nicht. Der Aufsatz ist auch nicht original. Sieht man an der Farbe. Gab es hier keine Einbauregale?
Die kommen im Ganzen raus. Ich habe echt gehofft, da wären Regale. Schön blöd. Dieses Zimmer war so duster. Der Unterschied ist unglaublich. Ich wollte den Raum wieder strahlen lassen. Das geht einfach mit neutralen Farben. Die Holzböden hatten schlimme Flecken, sogar nach dem Abschleifen noch. Aber mit der richtigen Beize war das Problem gelöst. Nach ein paar Anläufen hatten wir den perfekten Farbton. Die Wände waren auch schlimm. Klebt wieder. Nach endlosem Schrubben kam der glatte Putz wieder zum Vorschein. Den haben wir in einem neutralen Ton gestrichen, der die Holzdetails betont. Die Heizkörper waren vorher so braun wie die Wände. Mein Sparfuchstrick: Sprühlack. $16 pro Heizkörper. Jetzt sieht man all ihre edlen Details. Vermeintliche Hindernisse sollte man nicht verstecken, sondern vorteilhaft integrieren. Die Vorhänge sind aus Seide, die Kissen aus Leinen. Neutrale Farben und hochwertiges Material machen viel aus. Wie Seide, Mahagoni, Leder, das schwarze Lackpiano und meine Deko aus Chrom. So ist der Raum hell. Das Haus war ein Statement und stand für schlichte, stilvolle Eleganz. Das ist es heute wieder. Das Arbeitszimmer war überladen und die Bücher nur Attrappe. Alles, was nicht von 1904 war, musste raus. Danach fühlte sich der Raum komplett anders an. Und rief nach schlichtem Design. Die Risse im Kamin hatten Charme. Und ordentlich geputzt sieht der Marmor wieder hochwertig aus. Die Wände habe ich in einem eleganten Grau gestrichen. Es wirkt dezent und nicht übertrieben. Ich liebe alte Sachen aus alten Häusern. Dinge wie die Truhe, Lampen, der Tresor aus dem Keller und die Schreibmaschine verleihen dem Raum Atmosphäre. Ich rahme auch gern alte Sachen und stelle sie in den Mittelpunkt. Das ist günstig und sieht interessant aus. Vorher wirkte der Raum wie ein geschmacksverirrtes Wohnzimmer. Jetzt ist es eine schicke Bibliothek. Mein Ziel ist der ursprüngliche Vibe von 1904.